Guten Tag, Bruder. Guten Tag. Sag dem Onkel guten Tag, Söhnchen. Na nun, junger Mann, was ist denn mit dir? Deine Hand ist ja ganz kalt. Es ist so schön warm und du frierst. Onkel, ich bin doch noch gar kein Mann. Ich bin doch ein Junge. Weißt du, meine Hände sind darum so kalt, weil ich Steinchen gesammelt habe. Mit so einem Begleiter hat man schon seine Not. Schreit dich mal tüchtig aus, setzt er sich gleich in Trab. Und so laufen wir nebeneinander, als hätte man Pferd und Schildkröte zusammengespannt. Und was machst du hier, Kumpel? Wartest du auf deinen Chef? Ja, richtig. Ich warte hier. Weißt du nicht, ob die Fähre bald kommt? In 2 Stunden etwa. Ah, 2 Stunden. Na schön. Ruhen wir uns aus. Ich hab's nicht eilig. Ich gehe vorbei und gucke. Da eilt sich ein Kumpel, ein Kraftfahrer in der Sonne. Ich sage mir, geh hin und rauche mit ihm eine. Denn allein rauchen ist fast so schlimm wie allein sterben. Hier, du kannst rauchen. Sind aber nass geworden. Nein, mein Lieber. Nasser Tabak ist wie ein kurierter Gaul. Beide taugen nichts mehr. Da hast du recht. Dann nimm. Wir wollen lieber meinen Knaster rauchen. Das ist schon eher was. Her. Hast du den ganzen Krieg am Steuer gesessen? Ja, so ziemlich. An der Front? Ja. Auch ich, lieber Freund, musste den bitteren Kelch leeren. Ich musste ihn leeren bis zur Neige. Geh, Vanjuschka, spiel dort am Wasser. Aber pass auf, dass du keine nassen Füße bekommst. Zuerst habe ich gelebt, wie jeder andere auch. Ich wurde im Jahre 1900 geboren und stamme aus dem Gouvernement Voronezh. Den Bürgerkrieg habe ich in der Roten Armee mitgemacht, und zwar in der Division von Kikwice.
22, im Hungerjahr, ging ich nach dem Kuban. Dort habe ich bei Kulaken geschuftet. So blieb ich am Leben. Und nach einem Jahr kam ich zurück. Die Eltern waren tot. Seid ihr etwa gekommen, um mitzuhelfen? Na, du hübsches Kind, sollen das ja deine Gemächer werden? Ein Palast für die Prinzessin? An Paläste bin ich nicht gewöhnt. Ich bin weise, wuchs in Kinderheim auf. Wir wollten nur mal zusehen. Siehst du, Irina, auch meine Eltern, Schwester, die genauso alt war wie du, sind gestorben, verhungert. Iwan Timofejewitsch spielt da, unser Brigadier, ein guter Alter. Auch ich bin ganz allein geblieben. Und wenn ich um die Welt reise, ich finde nirgends mehr Verwandte. Namen. Na, ihr beiden? Macht ihr einen kleinen Spaziergang? Ach, was ist das für ein Schmerz? Weiß nicht, wo es blieb, mein Herz. In den Wäldern, auf den öden Feldern. Liebster, sag, wo blieb es nun? Ach, wie soll das weitergehen? Kann mich selbst nicht mehr verstehen. Seht mich an, der Liebe leid. Färbt vor Kummer grau mein Kleid. Wie uns das Leben so zusammengeführt hat. Wärst du nicht zur Baustelle gekommen, hätten wir uns vielleicht nie gesehen. Brauchst du mich denn wirklich? Ja, fürs ganze Leben. Flüchtig betrachtet war nichts Besonderes an ihr. Aber wer sie kennenlernte, spürte bald, was für ein wunderbarer Mensch sie war. Und bei Sonne, bei Sturm gefahren, schwimmt im Meer ein blauer Wal. Und er liebt uns schon seit Jahren, seine Farbe bleicht. So haben wir denn geheiratet. Er nimmt nicht. Was soll ich nur machen? Ruhig, ruhig. Warte ab. Du musst das Köpfchen fester anlegen. Siehst du, es ist nun mal so. Aller Anfang ist schwer. Toll, Juschka. Komm zu mir, komm. Na? Ei, mein Kleiner, wie fein du gelaufen bist. Na? Noch ein Schrittchen. Noch ein Schrittchen. Komm, komm. Na, mein so Sönchen. So schön. Komm zu mir. Ei. Hm? Oh. Papa ist gekommen. So. Nun schlaf, mein Kleiner. Ich auch. Andrusche! Leg dich lieber an die Wand, sonst fällst du im Schlaf aus dem Bett.
Nimm's gegen den Kater. Eins ist genug, Andruscha. Kann man solch ein Vertrauen enttäuschen? Es gab für mich auf der Welt keine schönere und begehrenswertere Frau. Und es wird keine mehr geben. Ihr seid aber tüchtig. Papa, guten Tag. 17 Jahre haben wir so zusammen gelebt und nicht gemerkt, wie sie vergingen. Sie vergingen wie im Fluge, diese 17 Jahre. Frage irgendeinen älteren Menschen, ob er gemerkt hat, wie das Leben verging. Er hat es nicht gemerkt. Guten Morgen, Nachbarn. Guten Morgen, Großvater. Guten Morgen, komm schon Großvater. Runter, du Held. Komm, komm. Um wen geht's denn? Hier. Tolka. Unser Tolka. Ja, ja, es geht um Tolka. Er hat eine öffentliche Belobigung bekommen für seine Arbeit über das aktuelle Thema, die Unendlichkeit. Wer hätte das von ihm gedacht? Eieieiei. Ich danke dir für die Nachricht, Ivan Timofejewitsch. Dann haben wir ja heute einen besonderen Feiertag. Der begabte junge Mathematiker. Und dann kam über Nacht der Krieg. Einsteigen! Einsteigen! Nein doch nicht. Nimm dich zusammen, Irina. Meine liebe Irina, sag mir doch wenigstens ein Wort zum Abschied. Ach, Andruscha, mein liebster Andruscha. Wir werden uns auf dieser Welt nie mehr wiedersehen. Nein, nie mehr wiedersehen. Nimmt man den zum Abschied? Ich lebe doch. Warum beweinst du mich wie einen Toten? Bis zum Tode, bis zu meiner letzten Stunde werde ich es mir nie verzeihen, dass ich sie fortgestoßen habe. Wir siegen, sehen uns bald wieder! Sokolov! Sokolov! Der Weg liegt aber schon unter Beschuss. Wirst du denn durchkommen? Was gibt's da zu reden? Ich muss durch und damit Wasser. Na dann los. Gib Gas und hol das Letzte raus!
Jetzt kommt der Tod. Wo werden Sie ihn treffen? In die Brust oder in den Kopf? Der wird darüber nicht nachdenken. Er kann doch für uns arbeiten. Richtig, dann haben wir mehr Zeit für Damengesellschaft. Du, Hans, das Aas hat gute Stiefel an. Ja, runter damit! Ja. Los hier, Stiefel! Ja. Du, was fällt dir ein? Das, wir haben ja die Stiefel. Na geh! Geh schon! Halt dich fest, wenn du fällst, erschießen sie dich. Ein Lied! Achtung, Iwans! Ein Lied! Ihr sollt was singen! La 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 la! Ein Lied! Wird's nun bald! Na los! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Wunderbar, Iwans! Auf mein Kommando werfen wir jetzt auf die Begleitmannschaft. Auf Kommando auf die Begleitmannschaft werfen. Beschütze und bewahre mich. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Wir müssen es aufschieben. In der Nacht darf niemand die Kirche verlassen. Auch nicht zur Erledigung der Notdurft. 10, 12, 14. In der Nacht darf niemand die Kirche verlassen. 16. Auch nicht 18, zur Erledigung der Notdurft. 20. Vanya! Genossen, ist hier jemand aus dem dritten Zug? Vanya, umkleg ihn! Vanya Oklekin, wo bist du? Vanya! Vanya! Vanya Oklekin! Wo bist du? Jemand auf dem dritten Zug? Vanya!
Mach doch mal Platz frei. Du gib deinen Mantel, schnell. Vielleicht kann ich dir helfen. In der linken Schulter knirscht. Sie wird dick und tut furchtbar weh. Zieh aus. Warte. Du bist bestimmt Tierarzt, aber kein Doktor für Menschen. Warum drückst du denn die schlimme Stelle so? Hast du kein Herz? Halt den Mund, ich kann mir jetzt keine langen Reden anhören. Nimm dich zusammen, gleich tut es noch mehr weh. Was machst du denn, du verfluchter Faschist? Mein Arm ist schon gebrochen und jetzt reißt du mir noch aus. Ich dachte schon, du würdest mir eine runterhauen. Aber du bist wohl gar nicht so. Du bist ein friedlicher Bursche. Und dein Arm war gar nicht gebrochen. Nur ausgekugelt. Ich habe ihn wieder eingerenkt. Das war alles. Na, wie ist's? Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Das freut mich. Ich danke dir, Doktor. Na, siehst du. Sind hier Verwundete? Ist hier jemand von euch verwundet? Genossen, ist jemand verwundet? Hast du einen Bauchschuss? Nein, ich muss mal raus. Warum Ulla. Hat es sich bloß so? Bruder, um Gottes Willen, ich muss mal raus. Wir haben doch gesagt, dass keiner raus darf. Was soll ich denn bloß tun, Brüder? Helft mir doch, ratet mir doch. Ich bin doch ein Christ. Dann kannst du nur durch die Kuppel raus. Wir werden dich hochheben. Bitte doch einfach die Engel, dass sie dich auf ihren Flügeln hinaustragen. Ich muss aber raus. Ich kann doch den geweihten Ort nicht beschmutzen. Was soll ich machen? Ich kann doch die Kirche nicht schänden. Ich bin gläubig. Bin doch ein Christ. Macht auf! Macht auf! Halt zurück! Bist du wahnsinnig? Ich kann doch die Kirche nicht beschmutzen. Wenn Sie uns morgen antreten lassen und die Kommissare, Kommunisten und Juden vor die Front rufen, dann versteck dich nicht, Zugführer. Das wird dir nicht gelingen. Du glaubst, man wird dich für einen Soldaten halten, weil du die Uniform ausgezogen hast. Daraus wird nichts, mein Lieber. Verlass dich drauf. Ich denke nicht daran, für dich gerade zu stehen. Ich werde dich als Erster anzeigen. Naja, du bist Kommunist? Löffle die Suppe aus, die du dir eingebrockt hast. Ich wusste es ja. Schon immer habe ich vermutet, dass du ein schlechter Mensch bist, Koschenjow. Besonders damals, als du dich geweigert hast, in die Partei anzutreten. Mit der Begründung, dass du ungebildet seist.
Aber ich hätte nie geglaubt, dass du sogar zum Verräter werden könntest. Und du bist auch nicht ungebildet, denn du hast 7 Jahre die Schule besucht. Nun, wenn schon, was hat das hiermit zu tun? Verrate mich nicht, Genosse Krischenjow. Genosse? Die Genossen sind jenseits der Front geblieben. Ich bin nicht dein Genosse. Bitte mich erst gar nicht darum. Es nutzt nichts. Ich zeige dich sowieso an. Das Hemd ist mir näher als der Rock. Politkommissare, Offiziere und Juden. 2 Schritt vorwärts. Kommunisten, Politkommissare, Offiziere und Juden. 2 Schritt vorwärts. Was? Habt ihr denn keine Kommunisten hier? Kommunisten, Politkommissare, Offiziere und Juden. 2 Schritt vorwärts! Kommunist! Ab! Los, komm! Jude? Ich bin Russe. Mein Lieber, du lügst! Raus mit dir! Jude. Ich bin Arzt. Ab! Bitte, Herr Doktor. Achtung, stillgestanden! Legt an! Feuer! Achtung! Rechts! Um! Abteilung! Marsch! Los! Kolonne im Schritt! Marsch! Du hast recht, was tut uns der Regen? Lass es doch regnen. Uns erwartet hier sowieso das Ende. Wasser. Ich habe solchen Durst. Gib mir Wasser. Mir ist so heiß. Wasser.
Vater, kommst du nicht bald? Ja, bald. Ich komme bald. Schneller, Andruscha, schneller. Wir warten so sehr auf dich.
Rex, mein Fuß! Aas! Schweinehund! Rex! Assa, fast! 4 Tage hat uns dieser Strolch in Trab gehalten. Muss der Kerl aber noch Kraft gehabt haben. Wenn die ihm im Lager nicht so viel zu fressen gegeben hätten, wäre er auch nicht so weit gerannt. Lass ihn zuerst. Ich lebe. Ich lebe und ich werde es überstehen. Wartet auf mich. Wartet.
Wo haben Sie mich in den 2 Jahren meiner Gefangenschaft nicht überall herumgestoßen? In Sachsen arbeitete ich in einem Silikatwerk. Im Ruhrgebiet schleppte ich in einer Grube Kohle. In Bayern schuftete ich mich als Erdarbeiter krumm und lahm. Auch in Thüringen war ich. Und weiß der Teufel, wo sonst noch. Die Natur, lieber Freund, ist dort überall verschieden. Aber wie sie unsereins misshandelt und erschossen haben, das war überall gleich. Sie schlugen dich, weil du ein Russe bist. Dafür, dass du überhaupt noch lebst. Dafür, dass du für sie, diese Blutsauger, arbeitest. Sie schlugen dich ganz einfach. Um dich eines Tages totzuschlagen. Wahrscheinlich haben die Öfen bei Hitler nicht für uns alle gereicht. Aus dem Lager bei Küstrin kam ich in das Lager B14. Achtung! Stillgestanden! Mützen! Ab! Dort hatten wir einen Lagerführer. Müller hieß er. So wahr ich hier sitze. Er hat jeden Tag einen Block prophylaktische Behandlung gegen Grippe verabfolgt. So nannte er das. Auch sonntags arbeitete er. Ein akkurates Reptil. Dieses Ungeheuer wohl ein solches Handwerk gelernt haben. Und morgen ist unser Block an der Reihe. Raustreten zur Arbeit! Raustreten zur Arbeit! Mit dir! Na, wird's bald? Du schleppst jetzt Stein auf den Berg! Los, sag ich! Und du auch! Ja, los, los! Dalli, dalli! Nimm mehr, sonst erschießen sie dich. Gewachsen.
meiner Norm erfüllt. Jetzt hat man Hunger. Aber abends gibt's nichts zu essen. Wann wird das endlich mal ein Ende haben? Dieser gottverfluchten Holde! Geschmeißt! Die verlangen von uns, dass wir 4 Kubikmeter schaffen am Tag. Dabei wäre 1 Kubikmeter mehr als genug für das Grab eines jeden von uns. Seid still! Still doch! Ihr wisst doch! Ruhe jetzt! Warum feiern Sie denn? Sie saufen Schnaps und fressen Speck dazu, die Bluthunde. Ach, wenn wir jetzt ein Stück Brot. Über das Essen wollen wir nicht mehr sprechen. Abgemacht. Nummer 331! Hier. Sofort zum Lagerführer! Ich verstehe. Nun hast du ausgelitten, Andrei Sokolov. Du Lager Nummer 331. Weiß nicht, wo es blieb, mein Herz. In den Wäldern, auf den öden Feldern. Liebster, sag, wo blieb es nun? Also dann, auf unsere Waffen, meine Herren. Ich heil! Kriegsgefangener Sokolov überfuhren zur Stelle, Herr Lagerführer. Du meinst also, Russe Iwan, 4 Kubikmeter Norm sind zu viel? Jawohl, Herr Lagerführer, sind zu viel. Aber 1 Meter reicht für dich zum Grab. So ist es, Herr Lagerführer. Es reicht voll auf. Es bleibt sogar noch was übrig. Ich werde dir eine hohe Ehre erweisen. Und dich wegen dieser Worte höchstpersönlich erschießen. Hier ist das unbequem. Komm mit auf den Hof. Wie Sie wollen. Aber vor dem Tode sollst du etwas trinken, Russe Iwan. Trinke auf den Sieg der deutschen Waffen. Auf unsere Waffen. Meine Herren, Prost. 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 Vielen Dank für die Bewirtung, Herr Lagerführer. Aber ich trinke nicht. Du willst also nicht auf unseren Sieg trinken. Also gut. Dann wirst du eben auf dein Ende trinken. Ja, auf mein Ende. Und die Erlösung von allen Qualen. Da trinke ich. So, ich bin bereit, Herr Lagerführer. Gehen wir.
Rechnen Sie mit mir ab. Ist etwas vor dem Tod? Nach dem ersten Glas esse ich noch nichts. Das habe ich nie getan. Was ist los, Ivan? Warum isst du nichts? Genier dich nicht. Verzeihen Sie, Herr Lagerführer, aber auch nach dem zweiten Glas bin ich es nicht gewöhnt, etwas nachzuessen. Ist das zu glauben? Ich kann ja ein ganzes Fass aussagen. Das ist ein Wort. Ich wette, der verträgt noch eine ganze Flasche, ohne zu fressen. Und Stalingrad vollständig eingenommen. Auf unseren Sieg, meine Herren! Ruhe! Hör zu, Sokolov. Du bist ein echter russischer Soldat. Ein tapferer Soldat. Ich bin auch Soldat und ich achte den würdigen Gegner. Ich werde dich deshalb nicht erschießen. Außerdem haben unsere ruhmreichen Truppen die Wolga erreicht. Das ist für uns eine große Freude. Aus diesem Anlass schenke ich dir großmütig das Leben. Geh zurück in deinen Block. Und das hier ist für deinen Mut. Diesmal war der Tod an mir vorbeigegangen.
Er hatte mich nur mit seinem kalten Hauch gestreift. Das Gleiche. Wen mögen die trauern? Vielleicht ist Hitler krepiert. In Stalingrad. Sagt es den anderen weiter. Die Euren haben sie dort zerschmettert. Rotwurm. Zu dieser Zeit hatten die Unseren den Deutschen schon ganz schön das Laufen beigebracht. Und die Faschisten hörten auf, über die Gefangenen herzufallen. Untersturmführer Kleinschmidt meldet sich zur Stelle. Erlauben Sie? Ich soll einen Brief vom Stab übergeben. Mich schickten Sie zur Organisation Todt. Das war so ein riesiges Unternehmen für den Bau von Straßen und Befestigungen. Dort fuhr ich einen deutschen Ingenieur im Rang eines Majors. Sokolov. Du schweigst zu viel. Sag mal, es gibt doch ein Sprichwort. Hunde, die bellen, beißen nicht. Stimmt das? So ist es. Aha. Na, in diesem Fall solltest du lieber nicht mit mir einer Meinung sein. Tja. Mit Stolz die schweren Affen. Infanterie, ich vergesse dich nie. Brauchst du? Ja.
Infanterie, du bist die Krone aller Geil! So, jetzt ziehen wir dich aus. Der deutsche Fritz hat sie zu uns verirrt. Ach, was bist du nur für ein blindes Huhn, mein lieber Junge. Wie kannst du mich für einen Fritz halten, wo ich doch ein geborener Voronischer bin? Ich war in Gefangenschaft. Versteht ihr? So, und jetzt bindet erstmal diesen Dicken los, der im Wagen liegt, und nehmt seine Aktentasche. Lockert den Strick, sonst erstickt er. Und jetzt führt mich bitte zu eurem Kommandeur. Wir führen dich dorthin, wohin es notwendig ist. Geht. Hier ist Stabrömisch 4-2. Genosse Oberst, Soldat Sokolowski befohlen zur Stelle. Hab vielen Dank, Soldat, für den teuren Gast, den du uns gebracht hast. Dein Major und seine Aktentasche sind für uns 100-mal wertvoller als 20 andere. Ich werde noch heute eine Eingabe beim Oberkommando machen und dich für eine Auszeichnung vorschlagen. Genosse Oberst, ich bitte darum, mich einer Infanterieabteilung zuzuteilen. Was kannst du jetzt schon für ein Krieger sein? Er muss sofort ins Lazarett gebracht werden. Zu Befehl, Genosse Oberst. Dort kuriert man dich erstmal aus. Hast du Familie? Wo ist sie? In Voronezh. In Voronezh? Aha. Nach dem Lazarett erhältst du einen Monat Urlaub und fährst nach Hause zu deiner Familie. Er hat's verdient. Wenn du zurückkommst, wollen wir sehen, wie wir dich am besten verwenden.
Und nun geh und erhol dich gut. Wie ging es weiter? Wie es weiterging. Ja, weißt du, Andruscha. Es war im Juni, im Jahr 42. Sie haben uns sehr stark bombardiert. Es ist nichts geblieben von der ganzen Straße. Deine Irina und die beiden Mädchen waren gerade zu Hause. Anatoli arbeitete in der Fabrik. Als er abends heimkam, sah er alles. Bevor er ging, sagte er zu mir, er wolle sich als Freiwilliger melden. Ach, dass mein Leben so unglücklich werden musste. Wenn es doch nur ein Traum wäre. Nicht doch, so darf man nicht reden, Andruscha. Alle haben Kummer, nicht nur du allein. Manch einem ist es noch schlechter ergangen.
Man muss doch irgendwie weiterleben. Irgendwie muss man doch leben. Wartest du ab? Wartest du ab? Du musst erst einmal Anatoli finden, verstehst du? Wartest nur ab. Und dann, wenn der Krieg aus ist, verheiratest du den Sohn und wohnst bei den Jungen. Pass nur auf, wie gut es dir dann gehen wird. Du kannst dann mit den Enkeln spielen. Wart's nur ab. Wart's ab. Weißt du, dort in der Gefangenschaft, da habe ich jede Nacht mit ihnen gesprochen. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich schon 2 Jahre mit Toten gesprochen habe. Lass das, lass das. Du wirst schon sehen, es gibt sich alles. Weißt du, von meinem Neffen haben wir alle gedacht, er wäre gefallen. Und auf einmal hat er sich aufgemacht und kommt nach Hause. Er hatte nämlich Genesungsurlaub bekommen. Er hat mir was mitgebracht. Danach hatte ich eine große Freude, wie wenn die Sonne durch die Wolken bricht. Mein Sohn meldete sich, mein Anatoli. Hör mal, was er schreibt. Anfangs kam ich auf die Artillerieschule wegen meiner Begabung für Mathematik. Nach einem Jahr konnte ich sie mit Auszeichnung beenden. Jetzt habe ich den Rang eines Hauptmanns und kommandiere eine Batterie. Ich bekam 6 Orden. Wie viel? 6 Orden, ja, und Medaillen. Ich muss schon sagen, da hat er seinen Vater aber weit überflügelt. Jetzt habe ich den Rang eines Hauptmanns und kommandiere eine Batterie. Wie man es auch dreht und wendet. Mein leiblicher Sohn ist Hauptmann und Kommandeur einer Batterie. Das ist keine Kleinigkeit. Der Krieg geht zu Ende. Anatoli und ich kehren heim. Mein Sohn wird heiraten. Ich werde bei dem jungen Paar leben, mich mit den Enkelkindern abgeben. Und bestimmt werde ich auch wieder als Zimmermann arbeiten. Die Mathematik und Anatoli. Wo der Junge nur die große Begabung für diese Wissenschaft her hat, ist mir rätselhaft. Ich weiß es selbst nicht, mein Freund. Thank you.
Kommandeur. Soldat Sokolowski, befohlen zur Stelle. Er will dich sprechen. Du musst standhaft sein. Dein Sohn, Hauptmann Sokolow, ist heute... in der fremden deutschen Erde meine letzte Freude und Hoffnung. In mir war etwas zerbrochen. Wohin sollte ich nun gehen? Nach Voronezh? Um keinen Preis. Hey, Vanjuschka, wie geht's dir heute? Ah, gut. Sag mal, Onkel, woher weißt du denn, dass ich Vanya heiße? Ich bin ein erfahrener Mann und weiß alles. Vanjuschka, schnell, du kannst heute mitfahren. Ich zeig dir den Silo. Und wenn wir zurückkommen,
Mittagessen. Steig ein. Hopp. Siehst du? Dein Vater, Vanya? An der Front gefallen. Und deine Mutter? Meine Mama haben sie mit einer Bombe getötet, als sie im Zug gefahren sind. Von wo seid ihr denn gefahren? Das weiß ich doch nicht mehr. Und hast du hier keine Verwandten? Nein, keine. Und wo schläfst du denn? Wo ich gerade bin. Tja, meine lieben Würzler, jetzt hat sich endlich mein Fadjuschka angefunden. Oh mein Gott. Ja, ich habe mein Söhnchen gefunden. Petja! Ihr müsst einen neuen Mieter aufnehmen. Den Sohn gefunden, verstehst du? Was hast du? Warum weinst du? Papa hat mich doch gefunden. Da sollen sich doch alle freuen. Und du? Du weinst. Papa, wo hast du denn deinen schönen Ledermantel gelassen? Der ist in Voronezh geblieben. Und warum hast du mich so lange gesucht? Ich hab dich überall gesucht. In Deutschland, mein Söhnchen. In Polen. Und in ganz Bielorussland. Du aber hast ihn nach Jopins gesteckt. Sag, Papa, ist Urjupinsk näher als Deutschland? Ja, mein Söhnchen. Viel näher.
Sehr viel näher. Nun schlaf aber. Schlaf ein. Hast du mir auch die Wahrheit gesagt? Das würde ja alles gehen, lieber Freund. Wir beide werden uns schon durchbringen. Wenn nur... Weißt du, das Herz, das ist eben ausgeleiert. Man müsste den Kolben auswechseln können. Manchmal presst es sich so zusammen und schmerzt, dass mir ganz schwarz vor den Augen wird. Ich habe immer Angst, dass ich eines Nachts sterben könnte, mitten im Schlaf. Da würde sich doch der Junge zu Tode erschrecken. Papa, wir wollen gehen. Werd ich auch einmal so groß wie du? Natürlich wirst du groß. Wann denn? Gleich, wenn du willst. Da siehst du. Du bist aber schlau. So doch nicht. Vorerst mal auf diese Weise. Nun, Bruder, leb wohl. Und alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Bleib gesund, Söhnchen.